Einen wunderschönen guten Abend. Hier bin ich auch mal wieder mit einem Video. Mir ein bisschen eine Auszeit genommen. Unter anderem, wie es in dem Thema schon heißt oder wie es in dem Thema schon lautet. Ich habe mir einfach mal, es hört sich jetzt martialisch an, ich habe mir Zeit zum Bluten genommen, was ja auch das Thema ist, wie gesagt. Ich habe mir mal einen Kanal angeschaut, bin auch ein bisschen in mich gegangen und mir ist aufgefallen, mein allererstes Video über den Glaube war vom 16.10.2014. Und genau 12 Tage später starb mein Vater. Das war quasi direkt die erste Glaubensprüfung, damals auf meinem noch sehr kurzen Weg. Und ich habe das nochmal so reflektiert. Mir ist das schon seit einigen Monaten aufgefallen, aber eigentlich schon in den ersten Videos. Ich glaube, eines meiner ersten Videos war direkt dann auch, oder ich glaube, ein dritte oder vierte Video war direkt dann auch, wie ich über die Lieblosigkeit der Christen sprach, wo ich selber nicht sehr viel Erkenntnisse hatte zu dieser Zeit. Dennoch muss ich es damals schon bemerkt haben, beziehungsweise die Erkenntnis dazu gehabt haben. Und auch heute, über 8 Jahre später, möchte ich dieses Thema nochmal aufgreifen, weil mir aufgefallen ist, auf meinem Weg oder auch in der Zeit, die ich mir jetzt genommen habe, um in mich zu gehen, um über meinen Weg nachzudenken, wie es weitergeht, einfach auch mal meinen Schmerz, den ich all die Jahre quasi verkapselt habe, einfach mal diesen Schmerz rauszulassen, beziehungsweise diesen Schmerz zuzulassen, weil irgendwann geht es einfach nicht mehr. Niemand kann immer nur stark sein. Und ich möchte dazu eine sehr bekannte Bibelstelle vorlesen, die leider von etlichen Christen auch immer wieder gerne zitiert wird. Leider sind es zum größten Teil Christen, die diese Bibelstellen überhaupt nicht verstehen, beziehungsweise sie auch nicht leben. Ich werde sie trotzdem erstmal vorlesen. Ich habe sie hier aus der Lutherbibel aus dem Jahre 1969. Und zwar ist es 1. Korinther 13, die Liebe als die höchste Geistesgabe. Das heißt, wir können direkt schon mal festhalten, Liebe ist eine Geistesgabe. Und wie wir wissen, Geistesgaben werden von Gott vergeben. Und jetzt sollte man sich nicht wundern, warum es so wenig Menschen auf der Welt gibt, die nicht wirklich lieben können. Ich habe ja in etlichen Videos schon darüber gesprochen, die allenfalls eine Kopie einer Form, einer Kopie, die Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie der echten Liebe haben. Und erschreckenderweise habe ich das sehr oft, immer wieder, auch unter Christen festgestellt, dass da keine echte Liebe vorhanden ist.
geht ja auch nicht, weil es eine Geistesgabe ist und wie die Bibel sagt, Gott selber vergibt die Geistesgaben nach seinem Ermessen. Ich lese mal eben vor. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht. Sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suche nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles. Sie glaubet alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So doch die Weissagung aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere Weissagung ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, nämlich Jesus Christus, so wird das Stückwerk aufhören. Das heißt, wenn Jesus Christus wiederkommt, brauchen wir keine Zungenrede mehr. Dann brauchen wir keine einzige Geistesgabe außer die Liebe. Weil das ist überhaupt in erster Instanz das, was uns zu ihm getrieben hat, die Liebe. Denn er ist die Liebe. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Erkannt habe ich schon öfters drüber gesprochen. Erkannt ist hier gleichzusetzen mit einer intime Beziehung. Eine intime Beziehung, wenn Mann und Frau sich in der Hochzeitsnacht vermählen. Das heißt, sich lieben, den sexuellen Akt miteinander ausleben. Genau das ist es, was Jesus mit uns will. Nicht keinen sexuellen Akt, aber dieses Erkanntwerden. Das heißt, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Wir müssen uns gegenseitig erkennen. Und das können die meisten Christen nicht. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das heißt, die Liebe ist das Allerwichtigste. Und hat man sie nicht, sind sämtliche anderen Geistesgaben null und nichtig. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich immer und immer wieder bekomme, insbesondere in letzter Zeit. Und wo mir aufgefallen ist, dass die meisten Christen immer gerne von Liebe sprechen, sie aber nicht haben, sie aber auch nicht leben, sie nicht ausleben. Sie heucheln sie meistens. Und dann gibt es noch eine andere Bibelstelle, die habe ich mir mal hier markiert. Ich nenne jetzt nicht die genaue Bibelstelle, aber ich rede nur kurz darüber. Da heißt es ja eines Tages, wenn bestimmte Menschen vor Jesus stehen und die dann zu Jesus sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, etc., etc. Und Jesus sagt dann hinfort mit euch, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt, erkannt. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Was ist damit gemeint? Unter anderem ganz einfach, sie haben nicht geliebt wie Jesus. Sie haben vielleicht geweissagt, sie haben Hände aufgelegt, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben nackt gekleidet, Hungrige gesättigt, aber alles aus selbstgerechten Zwecken. Nicht wirklich aus der Liebe, wie Jesus uns geliebt hat, nämlich absolut selbstlos. Selbstlose Liebe heißt bereit sein, für jemanden zu sterben. So hat es Jesus gemacht, sich für jemanden zu Tode foltern zu lassen. Das weitere Problem von ganz vielen Christen ist, sie denken zu viel. Sie denken wie ein Oberschullehrer, sie denken wie ein Professor. Ich habe es immer und immer wieder erwähnt. Wer zu viel denkt, fühlt zu wenig, ganz einfach. Die Christen denken viel zu viel, sie wollen alles erforschen, sie wollen hinter allem irgendetwas suchen und finden und interpretieren. Aber was sie nicht fühlen, ist die Liebe. Sie fühlen nicht die Liebe, sie haben keine Empathie mehr.
Leider sind ganz viele Christen zu eiskalten, seelenlosen, geistlosen, physischen Steinen geworden. Das ist das Problem. Und in der Zeit, wo ich jetzt reflektiert habe, ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt momentan auch kaum Videos gemacht, beziehungsweise Videos gemacht, die eigentlich nicht typisch für mich sind, die untypisch für mich sind. Einige Leute hat es nicht gefallen, aber es geht nicht darum, was den Leuten gefällt, sondern es geht darum, dass ich einfach mal zeigen will, dass ich auch nur ein Mensch bin, ein Mensch mit Gefühle, ein Mensch mit Herz, ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Und ich versuche das mal ein bisschen, ich habe das mal so ein bisschen versucht hier in den letzten Tagen aufzuschreiben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe mein ganzes Leben reflektiert. Habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt, das sollten viel mehr Menschen, insbesondere auch Christen, machen. Einfach mal sich hinsetzen und sich selbst reflektieren. Nicht immer nur auf andere schauen, sondern am besten ist es, wenn man sich selbst reflektiert und schaut, wo in meinem Leben bin ich falsch abgebogen? Wo hätte ich damals vielleicht schon mich Jesus zuwenden sollen? Wo habe ich auch als Christ einen Fehler begangen? Oder wo bin ich auch da falsch abgebogen? Wo habe ich ganz großen Kokolores gebaut? Wo haben andere mich vielleicht davon abgehalten, einen bestimmten Weg zu gehen, den Gott oder Jesus für mich vorhergesehen hatte? Und dann haben sie sich Situationen ergeben, die so vielleicht nicht hätten sein sollen, beziehungsweise die man hätte umgehen können. Und mir ist bei meiner Selbstreflexion ist mir aufgefallen, dass es in meinem Leben immer so war, dass es jemand gab, für den ich stark sein musste. Immer. Immer. Von Anfang an musste ich immer derjenige, obwohl ich ja in meiner Familie der Jüngste war, bis meine Schwester kam, aber bis dahin war ich der Jüngste. Dennoch war es so, dass ich für andere stark sein musste. Ich habe ja erzählt, da gab es da Selbstmordversuche in der Familie. Dann später die Freunde, die sich umbrachten. Der Vater, der fast ein Jahr im Koma lag mit einem Schlaganfall. Und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht immer wieder darauf eingehen. Ich habe es in älteren Videos gesagt. Fakt ist, dass ich immer stark sein musste für andere. Und mir fiel auf, dass es nie irgendwann jemand mal gab, der für mich stark war. Außer als mein Vater noch gelebt hatte. In der Schule, wenn ich da Probleme hatte oder was weiß ich. Wenn es auf dem Spielplatz so war, dass 4, 5 Jungs mich verprügeln wollten, war meistens mein Vater da. Der hat es geregelt. Aber außerhalb dieses Konzepts kenne ich eigentlich keinen einzigen Menschen, der jemals für mich stark war oder stark sein wollte. Das war das Erste, was ich rausgefunden habe bei dieser Selbstreflexion. Dann ist mir auch aufgefallen, dass ich immer versucht habe, Menschen das zu geben, was ich nicht hatte. Nämlich eine Chance. Es war von Anfang an immer, bei jeder Situation, in die ich hineingeraten bin, standen die Chancen gegen mich. Es waren immer odds against me, wie man im Englischen sagt. Und da ich auch schon einige Geschichten euch erzählt habe, aus der Schulzeit und was weiß ich alles, dann wird man irgendwann zu einer Art Almö. Ich kenne es ja aus den Heidi-Filmen, dass man sich abschottet von der Welt. Und die nächste Stufe ist dann, dass man sich von den Menschen komplett abschottet, auch kein Vertrauen mehr zulässt und auch keine Menschen mehr zu nah an sich ranlässt, weil man immer wieder enttäuscht wird oder missverstanden wird. Und dann kommen natürlich Situationen auf einen zu, die man sich so nie vorgestellt hat. Leider ist es auch so, dass Menschen einen nicht wirklich zu Wort kommen lassen und auch dann, wenn sie in ihrem Wahn sind, weder offen sind für Erklärungen noch sonst was. Und dann haben sie bestimmte Dinge bereits in ihrem Schuhkarton gesteckt. Und dann gibt es keinen Raum und auch keinen Ort mehr, irgendetwas zu erklären. Und dann gibt es einfach nichts anderes mehr, als sich komplett zurückzuziehen. Oder die Verbindung zu solchen Menschen komplett zu trennen. So war es im Leben, so ist es auch im Glauben.
Und mir ist aufgefallen, dass es nicht nur Menschen, also die es so leben und tun, nicht nur bei den Weltmenschen ist, sondern insbesondere auch bei den Christen, ist es mir immer wieder aufgefallen. Eine gute Schwester hat letztens zu mir gesagt, das ist bei den Christen sogar noch schlimmer wie bei den Weltmenschen und ich muss ihr leider recht geben. Es ist wirklich so. Also da hat sich eine Empathielosigkeit bei den Christen herauskristallisiert, die einfach nur noch erschreckend ist. Weiteres bei der Reflexion, was ich mir so notiert habe, ist, wenn ich für jeden Menschen nur 10 Cent bekommen hätte, den ich mich anvertraut habe, also den ich quasi einen Blick in meine Seele erlaubt habe, den ich ein bisschen von meinem Schmerz mitgeteilt habe, und der dann sagte, ja, okay, ich weiß, dir wurde sehr wehgetan, aber ich werde so einer nicht sein. Ich werde dir nicht wehtun. Ich werde keiner von denen sein, die dir am Ende wehtun werden. Und das Traurige an der Sache war, alle Leute, die dies gesagt haben, haben mir am Ende noch mehr wehgetan. Es war immer so. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Ich glaube, es könnte sein, beziehungsweise ich glaube, es ist ja wahrscheinlich so, dass es ein Familienfluch oder ein Generationsfluch ist. Es steht in der Bibel, wenn bestimmte Dinge in eine Generation vorher stattgefunden haben, dann gibt es bestimmte Generationen, die das ausbaden müssen. Ja, des Weiteren musste ich auch immer auf Menschen aufpassen. Es war immer so, ich musste auf Menschen aufpassen. Und oft war es so, oder immer war es so, dass mein eigener Schmerz dabei vergessen wurde. Deswegen auch der Titel des heutigen Videos. Mein eigener Schmerz wurde dabei völlig unter dem Teppich gekehrt, oder beziehungsweise ich konnte ihn nicht zulassen. Ich hatte nie die Zeit, in all den Jahren, 53 Jahre wandere ich jetzt schon über diesen Drecksplaneten, in all diesen 53 Jahren fand ich nie die Zeit oder konnte mir nie die Zeit nehmen, erlauben auch, meinen Schmerz zuzulassen, meinen Schmerz zu verarbeiten. Und das habe ich jetzt, das ist mit ein Grund, warum ich jetzt 2 Wochen auf YouTube fast nichts gemacht habe, war einfach, diesen Schmerz endlich mal zu verarbeiten, auszuleben, zuzulassen, mich damit zu arrangieren, wenn man es so ausdrücken möchte. Des Weiteren habe ich ja schon des Öfteren auch darüber gesprochen, dass der richtige Schmerz, oder auch die richtigen Angriffe, das ging erst los, als ich zu Jesus kam. Dann begannen die Verluste auch in die Todesfälle in der Familie, Selbstmorde. Der Schmerz, der richtige Schmerz, der ging dann erstmal richtig los. Und ich habe oft darüber gepredigt und euch auch gesagt oder den Leuten da draußen gesagt, dass Jesus mir diesen Schmerz genommen hat, was aber nicht stimmt. Es war nicht so. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, das ist mir ganz knallhart, ist mir das offenbart worden. Der Schmerz war nur versteckt, er ist nicht verschwunden. Es gibt Menschen, wo Gott und Jesus können den Schmerz komplett wegnehmen. Aber bei mir war es nicht so der Fall. Und auch darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, ist der falsche Ausdruck, ich bin in mich gegangen. Ich habe darüber nachgesonnen, kann man sagen. Ich bin im Gebet und einfach in der Stille habe ich darüber nachgesonnen, woran es liegt, warum das so ist. Warum oder wie mir das aufgefallen ist, dass dieser Schmerz in mir über all die Jahre, den ich oder die Dinge, die ich erlebt habe, durchlebt habe, mit ansehen musste, dass der nur in mir versteckt gewesen ist, das ist mir aufgefallen, als ich vor einigen, wie lange ist es her, ist glaube ich 2 Monate her, als ich gespült habe für Ela, bei meiner Mutter war es, und im Radio lief ein bestimmtes Lied, ein sehr trauriges Lied, und dieses Lied hat sofort bei mir irgendetwas getriggert und ich merkte sofort, das Wasser lief mir aus den Augen, sofort, ich musste sofort das Radio ausschalten.
da habe ich erkannt, das stimmt was nicht. Das dürfte eigentlich oder sollte mir das nicht so wehtun, wie es mir wehgetan hat. Und es ist einfach so, ich habe zu viele Jahre gedacht, ich könnte einfach funktionieren wie eine Maschine. Als mein Vater starb, ich habe mir gar nicht erlaubt, richtig darüber zu trauern. Als mein Schwager starb, als mein bester Freund starb, als meine Schwester an Krebs starb. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe Videos gemacht. Ich habe Videos gemacht und habe den Schmerz hinten angestellt. Und ich wurde deswegen sogar kritisiert oder als kaltherzig deklariert, was aber schwachsinnig ist. Sondern weil ich einfach versucht habe, weiter zu funktionieren. Ich habe mich einfach in meinen Glauben gestürzt und den Schmerz immer in mich hinein, einfach in den nächsten, da ist noch ein Stück Platz in meinem Herz, da kannst du den nächsten Schmerz verstecken. Da ist noch eine Nische, da kannst du den nächsten Schmerz verstecken. Und irgendwann besteht man nur noch aus Schmerz, innerlich. Und das Problem ist, bei vielen Christen, sie haben diese Standardsprüche auswendig gelernt. Es gibt bestimmte Bibelsprüche, die können sie auswendig zitieren, aber sie verstehen sie nicht. Sie leben es nicht. Und dann kommen dann, mir ist es selber aufgefallen, bei anderen Geschwistern, die im Leid waren, die auch die Hand ausgestreckt haben. Ich war nie so einer, der gesagt hat, immer, mir geht's dreckig, kann mal jemand mich im Arm nehmen oder kann jemand für mich da sein. So wurde ich nicht erzogen von meinem Vater, deswegen mache ich es auch nicht. Deswegen habe ich halt es immer in mich hineingefressen. Aber ich habe es von anderen Geschwistern gesehen, denen es dreckig ging. Und die Hand ausgestreckt haben, wo dann einfach von Christen insbesondere nur Standardsprüche kamen. Bibelsprüche, hier hast du einen Bibelspruch. Du musst deinen Schmerz an Jesus übergeben. Du musst deinen Schmerz an Jesus übergeben. Ach ja? Darüber habe ich viel nachgedacht. Was ist, wenn Jesus will, dass mein Schmerz bleibt? Ich rede jetzt nur für mich. Ich rede jetzt nicht für andere Geschwister. Ich rede nur für mich. Was ist, wenn Jesus will, dass mein Schmerz bleibt? Denn Gott hat Paulus auch den Stachel nicht genommen. Ich habe viel darüber gebetet, viel darüber nachgedacht. Was ist, wenn mein Schmerz bleiben soll, damit ich nicht so eine gefühllose und kalte Maschine werde, wie es nämlich leider viel zu viele da draußen gibt. Auch Christen oder insbesondere Christen, die zwar auf lieb machen, die auf heilig machen, die auf gläubig machen, aber die größte Geistesgabe, die haben sie nicht. Sie haben nicht die Liebe und sie suchen sich sogar, wenn sie merken, ein Bruder oder eine Schwester wird zur Last, dann suchen sie sogar Bibelstellen, die es rechtfertigen, diese Leute abzustoßen wie ein Embryo. Abzustoßen wie ein Embryo. Ich sage es extra so explizit, weil es genau so ist. Und so möchte ich nie werden. Wenn ich eines Tages so werden würde, dann würde ich wirklich meinen Kanal schließen. Weil dann hat Satan gewonnen. Dann hat wirklich Satan gewonnen. Er hat viele Siege eingeheimst. Und er hat mich auch viele Male niedergeknüppelt, mich getrickst, wie man so schön sagt, eingelullt, mich zum Fallen gebracht. Aber es gibt nichts, nichts auf dieser Welt oder in der spirituellen Welt, was mich dazu bringen wird, nicht wieder aufzustehen. Außer wenn Gott es eines Tages sagt, so möchte ich nie werden. Das habe ich schon als Weltmensch gesagt. Ich kannte solche Menschen, die Gefühle nur vorspielen, die Empathie nur vorspielen, die aber in dieser Welt Karriere machen, reich sind, beliebt sind, auch bei den Frauen etc. Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte mit solchen Menschen nicht tauschen. Dann bleibe ich lieber der arme, traurige Konrad. Aber ich möchte Mensch bleiben. Ich möchte Mensch bleiben. Ja, und vielleicht muss der Schmerz einfach bleiben. Der Schmerz erstmal. Der Schmerz muss bleiben. Schmerz muss bleiben,
damit der Stolz weiter abgetötet werden muss und kann. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, auf diesem Level bin ich auch noch und da stehe ich auch heute noch zu. Also an meinem Glaubenskonstrukt hat sich absolut nichts geändert. Nichts. Außer, dass ich festgestellt habe, dass ich mehr, noch viel, viel mehr an mir selbst arbeiten muss und auch an meinem Stolz und an meine Demut. Aber das wusste ich auch vorher schon. Nur jetzt wurde es mir knallhart vor Augen geführt. Schmerz muss bleiben, damit Stolz abgetötet werden kann. Denn Schmerz und Stolz sehen sich als Feinde und stehen sich als Feinde gegenüber. Im Glück, im Hoch hat man keinen Bock, seinen Stolz abzutöten. Oder man merkt nicht mal, dass man stolz ist. Jemand, der gerade im Lotto gewonnen hat, dem kann man nichts von Stolz erzählen. Der will sich einen Ferrari kaufen. Und das Weitere, was ich bei dieser Reflexion erkannt habe, ist, dass ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben nichts, absolut nichts habe, was von Wert ist. Nichts. Ich habe nichts für mich. Aber seit 8 Jahren oder vor 8 Jahren habe ich etwas gefunden, und zwar mein Glaube, beziehungsweise Jesus hat mich gefunden. Und diesen Glaube, dem werde ich mich widmen und den werde ich mir von niemand wegnehmen lassen. Und mein Glaube ist echt, den werde ich mir von niemand kaputt machen lassen. Von niemand. Und wie ich eben sagte, die Art, wie ich glaube, wie ich Gott sehe, wie ich Jesus sehe, wie ich die Bibel sehe, die Erkenntnis, die ich habe, die Offenbarung, die ich habe, die sind nach wie vor da. Gott hat mir zum Glück nichts genommen. Er hat mir nichts genommen. Außer meinen Stolz. Und die Würde habe ich mir selber genommen. Aber ich weiß immer noch ganz genau, was ich tue. Und ich weiß immer noch genau, was ich will. Daran hat sich nichts geändert. Nichts. Und solange Gott mich atmen lässt, werde ich weitermachen. Und ich werde weiter kämpfen. Und es gab in diesen 8 Jahren, gab es viele, viele Menschen. Und es gibt viele, viele Menschen, die mich verurteilten, die mich verurteilen wollten, die mich am liebsten steinigen wollten. Aber das wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Ich sage das Gleiche, was ich schon vor 8 Jahren gesagt habe. Die Leute, die mit Steinen auf mich werfen möchten, die brauchen nur ein einziges Jahr oder ein halbes Jahr in meinen Schuhen laufen. Einfach nur das Leben mal leben für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und dann schauen wir mal weiter. Dann wird nämlich der Stein, mit dem ihr mich beschmeißen wolltet, der Stein in euren Händen, beziehungsweise die Hand, die diesen Stein hält, die wird anfangen zu zittern und ihr werdet weinen und schlottern und der Stein wird zu Boden fallen, weil ihr ihn nicht mehr festhalten könnt. Das kann ich euch versprechen. Ich habe in diesen 8 Jahren ist mir eins klar geworden und das sollten sich ganz viele Leute aufs Butterbrot schmieren. Ich habe, hatte und werde keine Angst haben vor nichts und vor niemand. Was das Böse, was die Welt an Geschütze auffährt, das juckt mich nicht, das interessiert mich nicht mehr. Denn mir wurde bereits alles weggenommen, was mir jemals etwas wert war, was mir jemals etwas bedeutet hat, das wurde mir bereits weggenommen. Es gibt nichts mehr, was man mir wegnehmen könnte, außer mein Glaube. Was will mir irgendjemand jetzt noch wegnehmen? Was kann mir jetzt noch irgendjemand nehmen? Es gibt nichts, was man mir wegnehmen könnte. Nur Gott.
Nur Gott könnte mir jetzt noch etwas wegnehmen. Erkenntnisse? Die Geistesgaben könnte er mir wegnehmen, hätte er mir wegnehmen können. Die Liebe hätte er mir wegnehmen können. Aber er lässt sie mir, genau wie die Geistesgaben, die hat er mir gelassen. Er hat es mir gelassen. Und deshalb werde ich weitermachen. Ich werde immer weitermachen. Nur Gott selbst kann mir sagen, wann ich aufhören soll, wenn ich jemals aufhören soll. Wenn er mir eines Tages nichts mehr gibt, dann werde ich aufhören. Aber bis dahin werde ich weitermachen, weil ich weiß immer noch, dass es meine Berufung ist, dass ich etwas mit den Menschen da draußen zu teilen habe und teilen möchte. Und ich möchte mal so dreist sein zu sagen, dass es wichtig ist für die Menschen da draußen, dass es Menschen da draußen gibt, die ebenfalls noch keine kalten Maschinen sind, sondern die wirklich das Menschliche suchen, die Empathie suchen, die Liebe suchen und nicht nur suchen, sondern sie in sich noch haben. Für genau diese Menschen werde ich weitermachen. Ich werde auch bald wieder normale Videos machen, ich werde auch bald wieder Livestreams machen, aber wenn ich anfangen werde, wieder Livestreams zu machen, werde ich die zunächst nur circa eine Stunde machen. Ich werde auch nicht mehr so viel schreiben, also wenn ich Predigten schreibe, werde ich nicht mehr 9-10 Seiten schreiben, sondern vielleicht 4-5 Seiten. Das reicht. Aber ich, in der Zeit, wo ich jetzt in mich gegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich einfach die Interaktion mit den Geschwistern brauche. Und ich glaube, es gibt immer noch ein paar Menschen da draußen, die das auch brauchen und wollen. Und ich bin froh und dankbar, dass es einige Geschwister da draußen gegeben hat, die für mich da waren, die Liebe gezeigt haben. Und das werde ich niemals vergessen. Und ich danke Gott dafür. Dies war ein bisschen anderer Podcast, war es nicht. Ich habe es jetzt nur als Video aufgenommen. Vielleicht werde ich es als Podcast hochladen, das weiß ich noch nicht. Es waren einfach Dinge, die ich mit euch teilen wollte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke für eure Treue. Und danke, lieber Gott, dass du mir in all den Jahren so viel gegeben hast, was nicht selbstverständlich ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und möge der Herr euch reichlich segnen. Vielleicht bis zum nächsten Video. Euer Konrad. Macht's gut. Ciao.